Dankeschön an alle Mitarbeiter, die die letzten Tage, das ist dann wirklich gesagt, in ihren Nachtschichten schon waren. Ich glaube, jetzt die Woche wird auf jeden Fall, müssen wir uns auf den Gegner einstellen. Wird auch viel auf den Gegner, angepasst werden. Und ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen die Abstimmung in der Mannschaft allgemein ein bisschen finden und ein paar Kleinigkeiten noch verbessern. Und sonst, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Erstmal war der größte Lichtblick heute, dass die Fans wieder da waren. Darauf haben wir uns alle gefreut. War schön, wieder hier mit unter Fans zu spielen, mit Zuschauern. Ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, war ein guter Test. Gegner war in meinen Augen auch sehr solide, hat uns viel abverlangt, war ein sehr zweikampfgeprägtes Spiel. Ich fand uns, am Anfang habe ich uns besser gesehen, deutlich besser, sind auch verdient 1-0 in Führung gegangen. Dann finde ich, haben wir ein bisschen nachgelassen, folgerichtig dann auch das Gegentor kassiert und jetzt die letzten 20 Minuten war ja gefühlt, ich glaube, das hat jeder gesehen, so ein bisschen gefühlt Scheibenschießen. Schade, dass am Ende der Ball nicht reingeht. Ich hoffe, wir machen es dann nächste Woche gegen Dortmund besser. Es war ein sehr intensives Spiel. Ich denke, beide Mannschaften haben Gas gegeben. Die Fans haben unheimlich gepusht. Also die Atmosphäre war großartig. Gerne hätten wir natürlich den Fans einen Sieg gezeigt, aber so die ersten Eindrücke vom Stadion mit Fans waren unglaublich. Ich glaube, ganz gut. Ich glaube, wir haben über Großteil des Spiels ein sehr gutes Spiel gemacht. Hier zeigt es gerade, dass wir vielleicht die ein oder andere Chance ein bisschen ausgelassen haben, um auch das 2-0 zu machen. Und ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit bis zum Gegentor kein Torschuss oder keine Torschance zugelassen und sind wir dann mit so einem abgefälschten Schuss, abgefälschte Flanke irgendwie zum Ausgleich gekommen. Das darf uns nicht passieren. Aber ich glaube, dass wir bis dahin ein richtig gutes Spiel gemacht haben. In der zweiten Halbzeit hat uns ein, zwei Mal ein bisschen der Zugriff gefehlt. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, hätten wir, glaube ich, ein oder andere Tor mehr auf der Tafel haben können. Ich denke, dass man immer verbessern kann, die Kommunikation zwischen den Spielern. Ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Der Teamgeist ist sehr gut, daran wird es nicht scheitern. Vielleicht kleine Abstimmungen, vielleicht das Taktische, dass wir neuen Spieler das verinnerlichen. Und ich denke, wenn wir das in den Griff kriegen, dann sollte da durchaus was drin sein nächste Woche. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir da gegen so eine Truppe spielen können. Klar, es ist nicht die erste Mannschaft, aber der Name alleine ist schon eine große Herausforderung. Es wird auf jeden Fall nicht einfach und ich denke mal, wir sind aber der Herausforderung an sich schon gewachsen und hoffen natürlich, dass wir das im Endeffekt dann den Fans auch mit drei Heimpunkten bescheren können. Ja, einfach gut auf Dortmund einstellen. Also ich kenne Dortmund 2 noch, es ist eine sehr fußballerisch sehr, sehr gute Mannschaft. Darauf müssen wir uns einstellen, Abläufe nochmal eintrainieren, wie wir gegen Dortmund agieren wollen und dann gut regenerieren und dann sind wir da nächste Woche Samstag.